Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Wir schauen heute zurück auf das Jahr 2016. So viele unterschiedliche Menschen haben mir im Studio von ihren Begegnungen mit Gott erzählt. Und einige von ihnen lassen wir heute nochmal zu Wort kommen. Zum Beispiel den Künstler Michael Wilfort. Nach einer enttäuschten Liebe fällt er in eine tiefe Depression. Dass es Gott geben könnte und dass der ihm vielleicht aus dieser Dunkelheit raushelfen könnte, auf die Idee kommt er lange nicht. Bis Gott sich ihm persönlich vorstellt. Und die Depression wälzte sich wieder über mich. Es war fürchterlich. Ich dachte, Mann, es ist so dunkel. Ich bin sowas von verloren. Das war dann so intensiv wie noch nie zuvor. Eigentlich in Richtung Tod geht das dann, ja. Mhm. Schrecklicherweise, ja. Mhm. Und es war, wie wenn ich über einen Abgrund runterfalle. Ich lag in meinem Bett mit diesen düsteren Gedanken, aber da ging es um alles, ja, irgendwie. Und dann habe ich so in der Verzweiflung geschrien, kann mich irgendwer noch retten? Und das hatte ich noch nicht ausgesprochen, da kam eine Klarheit in mein Zimmer, ja. Also ich kann es nur erzählen, wie ich es erlebt habe, das kann man mir glauben oder nicht. Es ist eine Klarheit, wie wenn das Licht anginge, obwohl ich im Dunkeln lag. Ja. Und eine Deutlichkeit von Gott, wie wenn der ganze große Gott sich in mein Zimmer reinquetscht, ja, und sagt, hier bin ich. Ja. Ich bin dein Vater. So, das waren die Sätze, die ich so gehört habe. Fand ich irgendwie unglaublich. Ja. Wie hast du dann darauf reagiert, auf dieses riesige Erlebnis in deinem Zimmer? Dann bin ich friedlich eingeschlafen, was sonst nicht ging. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, das war wirklich beeindruckend. Das war nicht so, na, gestern hat sich irgendwie so ein Flash von irgendwas, sondern ich wach auf und es war pling, wie wenn ich zum ersten Mal das Tageslicht sehen würde auf dieser Welt. Ich bin kreuz und quer über die Welt gereist. Ich habe die schönsten Plätze der Erde gesehen in meinen Augen. Aber das war, wie wenn ich zum ersten Mal leben würde. Ja. So war das. Mhm. Ich war wie, und da dachte ich, oh, wie neugeboren. Mhm. Und so war das. Mhm. Das hat dann sofort natürlich eine Beziehung, dass ich habe geredet mit Gott, wie mit meinem Vater eben, wie mit einem Menschen. Du warst dir ganz sicher, das ist Gott. Also gab es keinen Zweifel für dich. Ja. Da hätten 100 Leute kommen können, mir sagen, es gibt keinen Gott. Da sage ich, Mann, der war gestern gerade da. Ja. Wow, was für eine Veränderung. Diesen Wunsch nach Veränderung spürt auch Wolfgang Seid. Er sucht verzweifelt nach dem Sinn des Lebens. Als Hippie will er die Welt verbessern. Er studiert Philosophie, macht spirituelle Experimente, erlebt Drogentrips. Doch nirgendwo findet er eine Antwort. Er glaubt auch an etwas Göttliches. Aber wehe, jemand kommt ihm mit dem christlichen Gott. Ich habe irgendwie gedacht, in allem ist irgendwie Gott, also dieser Gedanke, den hatte ich noch. Aber einen persönlichen Gott, den Gedanken fand ich ziemlich unerträglich. Wie war das, als jemand kam und sagte, da gibt es einen Jesus? Ich habe den total ausgelacht, ich habe den runtergemacht, ich habe den aggressiv angegangen, ich hab ihn lächerlich gemacht. Warum? Weil ich den Gedanken einfach nur blöd fand. Aber dann passiert ja doch noch was Unfassbares. Eine Freundin schreibt in einen Brief. Genau. Was stand da drin? Eine Freundin ist nach dem Abitur, also wir haben zusammen Abitur gemacht, ist nach Nordirland gegangen, hat dort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und als Katholikin hat sie an Gott geglaubt, hat aber dort Christen kennengelernt, die sich als entschiedene Christen bezeichnet haben und hat mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, du Wolfgang, ich sehe mich vor einer Entscheidung gestellt, mit Jesus zu leben, Gemeinschaft mit ihm zu haben und so. Und ich überlege mir gerade, ob ich das nicht machen sollte. Und dann schrieb ich ihr zurück und habe gesagt, Doris, du glaubst doch an Gott. Und sie hat gesagt, nee, es geht nicht nur darum, dass man an die Existenz Gottes glaubt, sondern dass man eine persönliche Beziehung hat zu Gott, dass man eine Liebesbeziehung hat zu Gott. Das war mir total neu. Und dann habe ich gedacht, ich muss mit der Frau reden. Und was haben Sie gemacht? Ich bin nach Nordirland getrampt, Daumen raus und nach Nordirland getrampt, habe mit ihr 3 Nächte und 3 Tage geredet und bin nicht so hundertprozentig schlau draus geworden, aber irgendwie hatte sie was mich auch fasziniert hat. Was war das Faszinierende an ihr? Sie hat eine Ruhe ausgestrahlt und hat eine wirkliche Freude gehabt. Und das waren Dinge, die ich vermisst habe. Ich habe mich nach einem Herzensfrieden gesehnt, ich hatte den nicht.
Ich habe mich danach gesehnt, wirklich Freude zu haben, nicht nur Spaß. Mhm. Spaß hatte ich eine Menge. An einem Abend stand ich vor so einer Disco und vor dieser Disco standen ein paar junge Christen, die wollten mit Leuten einfach über Jesus reden. Und da war einer dabei, den ich kannte, der war Dealer, bevor er zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Und mit dem habe ich vorher schon mal geredet und es war mir so ein bisschen peinlich, weil ich habe den total zur Schnecke gemacht in dem Gespräch und habe gesagt, wie bescheuert ich das finde, dass er Christ geworden ist. Und dann bin ich irgendwie hingegangen und habe so halb interessiert getan und habe gesagt, du, sag mal, was glaubst du eigentlich? Woher kommt der Mensch? Wohin geht er? Warum ist er da? So auf Krawall gebürstet? Ganz genau. So, als dass es nicht so richtig interessiert rüberkommt. Und ich habe gesagt, warum ist das ganze Leid in der Welt und so? Was sagt denn da deine Bibel dazu? Und er hat so eine Bibel dabei gehabt, hat geblättert, hat mir meine ganzen Fragen beantwortet und es war genial. Es hat alles Sinn gemacht, es hat alles zusammengepasst. Und dann gesagt, tschüss und in die Disco. Ja, er hat mir noch was mitgegeben, so ein Flyer, so ein Heftchen. Und dann bin ich in die Disco und ich hab niemanden gefunden, der mir Dope verkauft hätte. Ja, damals war das so immer so eine Sache, wenn man niemanden gekannt hat, keinen Dealer. Und an dem Abend war ich das erste Mal seit vielleicht einem Jahr nicht angeturnt. Und dann habe ich nachts um zwei, habe ich mich in diese Disco hingesetzt, habe dieses Heftchen gelesen. Und da komme ich zu dem Vers, wo Jesus sagt, auch im Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich weiß noch wie heute. Ich lehne mich im Stuhl zurück und sage, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich daheim. Ich wusste, dass das jetzt Gott ist, der zu mir redet. Ich habe innerlich eine ganz große Gewissheit gehabt, war mir ganz sicher. Musik, ist Gott. Laut, Bässe, alles da? Total, total rauchig. Damals hat man ja noch geraucht. War der Hammer. Und ich habe gewusst, das will ich. Diesen Jesus will ich. Sie sehnt sich nach Liebe und Annahme, nach Geborgenheit. Dass Gott für sie ein liebender Vater sein könnte, kann sie sich nicht vorstellen. Bis sie eines Tages eine Vision hat, die ihre gesamte Sicht auf Gott und auf sich selbst verändert und die ihre tiefsten Wunden heilt. Wenn das Thema Gott und Vater kam, also vor Gott hatte ich eigentlich mehr Angst, hatte Angst, Fehler zu machen, dass ich dann bestraft werde. Und ihr Bild von Gott hat sich dann 2001 verändert. Was ist passiert? Oh ja, das war ein ganz, ganz wunderschönes, tiefes Erlebnis. Ich war in dieser Seelsorgeschule. Und wir hatten da viele in den Pausen oder auch zu Anfang und Ende Lobpreiszeiten, sehr bewegte, sehr tiefe. Und da habe ich die Augen geschlossen gehabt und habe plötzlich gesehen, so aus heiterem Himmel, dass ich vor einem ganz, ganz großen Thronsaal, vor einem Tor stand. Und habe das geöffnet und da kam ich rein und da war ein riesengroßer Saal, hell und total schön und voll mit Menschen. Menschen, Menschen, richtig voll. Und ganz weit hinten, ganz weit entfernt, war der große Thron, da saß Gott. Und Gott hat dann gezeigt, so, ich soll zu ihm kommen. Also er hat gewünscht, dass ich zu ihm komme. Und ich habe dann gedacht, es sind so viele hier, vor mir hier, die sind jetzt erst alle dran und dann komme ich. Dran mit was? Na, zu ihm zu kommen. Okay. Dass es so der Reihe nach geht. Mhm. Ich war immer die Letzte. Und wollte dann Kaffee kochen oder irgendeinen Dienst für andere machen, bis ich dann auch dran bin. Aber Gott hat eindrücklich gezeigt, ich bin gemeint. Er wollte, dass ich jetzt zu ihm komme. Und ja, das war... Was haben Sie gemacht? Ich bin gehorsam. Das hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber ich wollte wirklich, was Gott mir anbietet, mir nicht entgehen lassen und nichts mehr ausschlagen, weil ich weiß, was von ihm kommt, ist nur gut. Und ich habe gesagt, okay Gott, ich komme. Und wollte losgehen auf ihn zu. Und dann haben diese Menschenmassen sich alle geteilt, sind auseinandergegangen und haben einen ganz breiten Weg gemacht, dass ich direkt geradezu auf ihn gehen konnte. Und das war total bewegend. Und da wusste ich genau, er meint wirklich mich, ich bin dran. Das war für mich immer so, wirklich ich, bin ich gemeint, bin ich wirklich wichtig? Ich war so unwichtig immer. Und Gott hat es immer wieder nochmal gezeigt, jetzt nun komm doch endlich so ungefähr. Und als ich losgegangen bin, haben diese ganzen Leute sich neben mir verneigt. Und es tat gut, aber es tat auch ganz doll weh, weil von mir verneigt man sich nicht. Und Entschuldigung. Alles gut.
Warum verneigt man sich nicht vor ihnen? Ja, wer war ich dann? Ich war nie gemocht, nie geliebt. In der Schule, zu Hause, nur negativ eigentlich. Und es fiel mir total schwer, diesen Weg bis zum Thron weiterzugehen. Ja, und dann war ich endlich da. Dann hat er mich auf den Schoß genommen, hat mir ein weißes Kleid angezogen und hat gesagt, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dich gekannt schon, bevor du da warst. Und dann kam so vieles von ihm, dass er sogar weiß, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Damit habe ich mich angesprochen gefühlt als Friseur, weil ich weiß, beim Kämmen gehen welche raus, es wachsen welche nach. Kein Mensch kann wissen, wie viele es wirklich sind. Aber er meint wirklich mich. Und es war so intensiv und so tief. Und dann konnte ich Papa sagen. Und seitdem wusste ich... Da haben Sie Papa gesagt, als Sie auf dem Schoß saßen? Ja. Was haben Sie gefühlt? Ach, es ist so viel abgefallen. Es war so viel Liebe da, so viel Wärme, so viel Annahme, so viel Echtheit, Ehrlichkeit. Mir ging das so gut. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe mich so geliebt und angenommen gefühlt wie nie im Leben. Eine wunderbare Begegnung. Sind Ihnen auch schon mal Sätze rausgerutscht wie, wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich entspannter sein? Oder wenn ich mehr Einfluss hätte, wäre ich zufriedener? Wenn, ja, wenn. Nathanael Drath hat alles. Geld, Erfolg, Ansehen. Nur glücklich ist er dadurch nicht. Reichtum, finanziell unabhängig. Macht, Ansehen, Ruhm, Gesundheit, Frauen, Partys, Drogen, Adrenalin. Ich habe das alles und sitze da auf dem Sonntag beim Ausnüchtern im Fitnessstudio in der Sauna und mir geht's hundelend. Ich sage einfach, boah, was ist das für ein Kackleben, innerlich. Äußerlich alles super. Immer noch der Held? Genau. Und innerlich, wenn ich mal alleine war, einen Tag lang, denk so, boah, es ist so wie... So sinnlos, so leer, so. Und dann war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, was mache ich jetzt? Weil entweder ich setze mir ein neues Ziel, ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe einen Sportwagen, hey, erreicht. Was ist mit der Yacht? Ich sage, okay, ich habe ein Haus. Okay, was ist mit der Villa in der Schweiz? Und dann könnte sich einfach so, weil mit dem Gedanke, ich setze mir einfach neue Ziele, die einfach mich die nächsten 10 Jahre nochmal beschäftigen oder 20. Ja. Dann bin ich in 20 Jahren im gleichen Punkt wie jetzt. Diese Sinnlosigkeit des ganzen Konzepts ist mir einfach klar geworden. Und wie wollten Sie dann weiterleben? Ja, erstmal habe ich die Schraube einfach höher gedreht. Mehr Adrenalin, mehr Partys, mehr extreme Aktionen, mehr Drogen, mehr Alkohol. Und das funktioniert genau bis zum Sonntagmorgen. Ne? Weil dann sitzt man wieder da und ist in der Realität angekommen. Und es hat nichts geändert. Das Loch ist immer da gewesen. Es ließ sich nicht wegsaufen. Die Wende war, der erste Punkt war, ich habe in meinem exzessiven Barfach, das wirklich sehr groß war, auf einmal eine Bibel gefunden. Beim Alkohol? Ja, die stand da so drin. Und ich weiß bis heute nicht, wie die das all die Jahre überlebt hat. Weil die hat Jahre vorher meine Schwägerin mir geschenkt. Und auf einmal habe ich die in der Hand. Und jetzt kommt in meinem Kopf so eine Frage, was wäre, wenn die Bibel die Wahrheit wäre? Und ich habe das so wie so ein theoretisches Experiment betrachtet. So, ich tue jetzt mal so, als wäre das die Wahrheit, schlag das Ding auf und fange an zu lesen. Ich wusste so von Kindheit noch, da sind Geschichten drin, so was Jesus gemacht hat oder was irgendwie passiert ist. Ich konnte es ja nicht mehr von mir lassen. Es war jede Seite, ich sage so, das hat mir niemand erzählt. Wasser in Wein zu verwandeln, der Heilige Geist kommt wie eine Taube, auf einmal taucht Satan auf, wer ist denn das überhaupt? Die Jünger sitzen in einem Boot und da kommt ein Sturm, die ertrinken. Jesus sagt, Sturm, sei still. Ich sag so, Brot vermehrt sich. Ich sag mal so, was ist denn das? Was war Ihr Rückschluss oder Ihre Schlussfolgerung mit diesen ganzen Geschichten? Also wenn das wahr ist, dann sprengt das alles. Und was war Ihre Konsequenz von dieser Erkenntnis? Haben Sie dann gegoogelt, was mache ich jetzt? Oder? Ja, meine Konsequenz war erstmal, vielleicht soll ich das einstreuen, dass ich halt ein Problem habe. Weil wenn das wahr ist, dann habe ich ein Problem. Weil ich habe das gesagt, das Ewigkeitsproblem. Weil Jesus sagt, wer mich hat, hat das Leben. Wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Ja, ich hatte Jesus nicht, das war mir klar. Ja, was heißt es denn, wenn du das Leben nicht hast? Dauerhaft nicht hast. Ja. Und in diese Kirche sind wir gegangen und er fängt an zu predigen. Auf einmal ist es so, als ob es mein Herz zerreißt. Heute weiß ich, das ist Gottes Gegenwart einfach. Und es ist so ein krasses Gefühl, dass er in die Tiefe geht. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt Gott. Ne? Und dann habe ich Gott Fragen gestellt. Und auf einmal kommt ein Lichtstrahl aus dem
Himmel und trifft mich. Und ich kann ihn sehen und Gott fängt an, zu mir zu reden. Und am Ende des Tages wusste ich, Gott will mich gebrauchen und ich muss dieses Leben haben. Da war ja noch dieses Ewigkeitsproblem. Ja, das muss ich ja gelöst haben. Okay. Und das war mir klar geworden, dass das jetzt der Tag ist. Und alle Sünden, alles, was ich jemals falsch gemacht habe und was ich jemals falsch machen werde, es war komplett weg. In dem Moment. Wussten Sie das oder fühlten Sie das? Ja, oder? Das war ein Gefühl, das war unbeschreiblich. Es war, als ob so ein Riesenjoch, so ein Riesenlast einfach so vom runtergenommen war. Es war weg. Und ich stand da und ich wusste, boah, das ist ein Zustand unbeschreiblicher Erfülltheit, unbeschreiblichen Glücks und so wie ich bin am Ziel angekommen. Daniel Böcking ist rundum glücklich. Als stellvertretender Chefredakteur von Bild.de ist er beruflich zufrieden, er ist mit seiner Traumfrau verheiratet und er feiert sich feuchtfröhlich durchs Leben. Keiner soll ihm reinreden, erst recht kein Gott. Doch dann begleitet er als Reporter nach den Erdbeben auf Haiti die Helfer und ist von ihrem echten und unerschütterlichen Glauben tief beeindruckt. Für ihn beginnt danach eine ganz persönliche Suche nach Gott, die in einer sehr privaten Umkehrparty mündet. Ich hatte plötzlich ganz klar eine Ahnung davon, dass das, was ich bislang so mache, nicht immer den Wert hat, den ich ihm vorher beigemessen habe und dass da eigentlich einfach so eine Art Weckruf war, zu sagen, du musst ein bisschen was anfangen mit deinem Leben. Jetzt war anscheinend der Zeitpunkt gekommen, dass Sie Fragen zugelassen haben, die Sie vielleicht vorher nicht zugelassen haben. Was waren das für Fragen, die hochkamen? Na, wir sind da sehr, sehr schnell ja beim Thema Glauben. Mhm. Es wurde sehr, sehr viel gebetet in Haiti. Es war so, dass die Helfer sich morgens auch versammelt haben. Und das war ebenfalls für mich wie so eine ganz, ganz neue Erfahrung, dass man mit Sinn und Verstand betet. Also ich glaube, viele kennen so diese Situation, dass man hat so einen Gott am Rande seines Alltags. Und ich habe auch Vater Unser hin und wieder mal gebetet oder dachte, oh, jetzt hast du Mist gebaut, jetzt musst du irgendwas machen, um das wieder auszugleichen. Aber so wirklich in ein Gespräch mit Gott zu treten, in einem Gebet, also so diese Verbindung herzustellen, auch selbst in einer solchen Katastrophe noch dankbar dafür zu sein, dass man ein Menschenleben hat retten können. Das waren solche Dinge, die für mich vorher irgendwie undenkbar waren. Ja. Und habe dann eigentlich angefangen nachzubohren, habe das Gespräch gesucht, habe versucht herauszufinden, was heißt es eigentlich, gläubig zu sein oder was muss ich eigentlich tun, um da mal einen Schritt in diese Richtung weiterzukommen. Und dort traf ich dann wieder auf eine ganze Reihe junger Christen und eine davon war Marie, die dann angefangen hat, mit mir über den Glauben zu reden. Und es gab vorher auch solche Gespräche, aber sie war jemand, die total zu mir durchgedrungen ist und einfach so Punkte auf den Tisch brachte, wo ich heute rückblickend sagen würde, was für ein Idiot war ich, dass ich nicht vorher mal darüber nachgedacht habe. Mhm. Aber ich hatte es halt nicht. Also zum Beispiel Jesus. Mhm. So einer, der hat vorher für mich keine große Rolle gespielt. Und plötzlich kam Marie daher und sagte, du verstehst da irgendetwas überhaupt nicht, weil wenn du Jesus nicht kennst, dann kennst du Gott nicht. Und wenn du zum Glauben finden willst, dann nur über Jesus Christus. Und ich dachte, okay, eigentlich muss ich jetzt weggehen und sagen, mach deinen Kram alleine. Aber ich höre dir gerne zu, das ist interessant. Und daraus haben sich halt so Gespräche ergeben, dass ich dann plötzlich auch selber angefangen habe, mal tatsächlich in der Bibel zu lesen oder auch wirklich zu versuchen zu beten und nicht nur irgendwas runterzublubbern. Mhm. Für mich war irgendwann ganz klar der Punkt, zu sagen, ja, ich möchte das. Da ging irgendwann so Kopf und Herz zusammen, ja, dass sie so sich entscheiden konnten und wollten da eine besondere Party feiern, eine Umkehrparty. Was haben Sie darunter verstanden? Ich wollte tatsächlich diese Entscheidung sehr bewusst treffen und dann auch den Schritt gehen. Und es war für mich wirklich wie ein Neuanfang. Und ja, ich plane eigentlich immer sehr gerne und dann dachte, okay, jetzt musst du ja irgendwie sagen, Dienstag in der Woche ist es soweit. Und dann kehrst du um und du lädst Freunde ein. Oder ich war einfach unsicher, wie das jetzt genau laufen sollte. Weil was ich nicht wollte, war, den Drive zu verlieren, dass ich wieder sage, noch ein Schrittchen und vielleicht wieder zwei zurück, sondern wirklich sagen, bäm, jetzt ist der Punkt für mich da. Also Sie wollten einfach Christ werden, platt gesagt, und wollten dafür eine Party feiern. Wie sah die dann aus? Ja, die hat nie stattgefunden. Die war sehr einsam. Ja. Und gleichzeitig war es das Uneinsamste, was ich wahrscheinlich jemals erlebt habe. Also ja, ich war mit diesen Gedanken unterwegs, was passiert jetzt als Nächstes? Und dann gab es für mich so etwas, wo man mutig sagen kann, so eine kleine, eine Art Gottesbegegnung, zu sagen, ich lag abends im Bett, ich habe gebetet, wie ich es eigentlich jeden Abend tue und mit Sicherheit auch an das Thema Umkehr gedacht. Und ja, dann war irgendwie so wie so eine Welle, die über mich drüber ging und wo ich ganz klar wusste, so, jetzt ist es soweit, jetzt ist es da. Und das könnte ich wahrscheinlich jetzt noch sehr blumig ausschmücken, zu sagen,
ich glaube, ich habe sogar geheult und in meiner Erinnerung war das Licht in meinem Zimmer an, was totaler Blödsinn ist, weil ich schlafe halt eigentlich in der Regel bei ausgeknipstem Licht und wenn ich bete, ist es meistens auch aus. Aber es war halt tatsächlich so, dass ganz klar in allen Gefühlen, in allem, was ich mitbekam, zu sagen, ja, jetzt ist es soweit, du kehrst jetzt um, das ist für dich ein Neuanfang und mit allem, was dazugehört, also auch damit dann wirklich einfach mal allen Mist, den man gebaut hat, in diesem Gebet vor Gott zu bringen und das Gefühl zu haben, irgendwie, ja, man sitzt auf seinem Schoß, man wird gerade, je mehr Mist man zugibt, desto fester wird man umarmt und man hat das Gefühl, dass dieser Moment total entscheidend ist und total richtig und einfach so ein riesenlautes Jawohl, so ist das jetzt richtig, danke dafür, danke für diesen Moment. Und für mich war das halt eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Keine Ahnung, wie man sich die sonst erklären kann, aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, ab heute lebe ich in diesem Geiste und habe nicht eine Sekunde seitdem diesen Weg oder diesen Schritt, diese Umkehr bereut oder einen Moment der Unsicherheit gehabt. Sehr beeindruckend. Gott hat wirklich für jeden eine ganz persönliche Art, wie er mit ihm redet, ihm seine Liebe zeigt oder ihn auch vor großen Fehlern bewahrt. Thomas Bauer ist gerade erst 10 Jahre alt, als er sich das Leben nehmen wollte. Er hält die Gewalt zu Hause nicht mehr aus. Dass er noch lebt, verdankt er einem Traum. Ich hatte immer eine Todessehnsucht gehabt in meiner Kindheit. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich Tabletten stehle und dann durch die Tabletten mich umbringe. Ja, was das für Tabletten war, weiß ich heute gar nicht mehr. Vielleicht Paracetamol, irgendwas. Und da habe ich mich aufs Bett gelegt und habe meine Lieblingsmusik rein, ein paar Abschiedsbriefe geschrieben und wollte die Tabletten nehmen. Dann bin ich auf dem Bett eingeschlafen. Und im Schlaf ist mir dann ein Engel erschienen. Wie sah der aus? So klassisch, wie man es kennt. Ich bin nicht religiös aufgewachsen, ich war auch nie in der Kirche. Ich habe keine Ahnung von Engeln gehabt. Ja. Ja, der war so klassisch, wie man das kennt. Groß, weiß, mit Flügeln, goldener Gürtel. Der stand so 10, 15 Meter weg und streckte seinen Finger aus. Und es war, wie wenn sein Finger meine Nase berührt. Ja? Mhm. Und er sagte zu mir, das war ein Engel, der eine Botschaft brachte. Thomas, wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll in den Augen Gottes. Mhm. Mit 8, 9 Jahren. Ich dachte, was ist dann meinem Leben wertvoll? Was war das für eine Aktion? Und ich bin schweißgebadet aufgewacht. Mein ganzer Körper bebte, meine Seele bebte, alles in mir bebte. Ja? Mhm. Das kann man nicht erklären. Ich wusste, das war jetzt nichts Natürliches. Das habe ich mir auch nicht eingebildet. Ja. Ich wusste, jetzt ist was passiert. Ja. Und von da an waren auch bestimmte Dinge anders. Ich wusste, es gibt einen Gott. Ja. Schweißgebadet, hieß das, dass Sie Angst hatten? Ja, man kann es Angst nennen, aber es war keine Angst, keine negative Angst, sondern eine positive Angst. Mhm. Ich wusste, ich kann jetzt mein Leben nicht mehr wegwerfen. Ja? Und ich wusste auch, das Leben wegzuwerfen ist nicht die Lösung, sondern da gibt es einen Gott, wie auch immer der heißt, wie auch immer der ist. Und der will, dass ich das Leben bewahre. Das war unser Jahresrückblick 2016. Schön, dass ihr nochmal mit uns diese emotionalen Momente erlebt habt. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr mit vielen Momenten, in denen ihr ganz persönlich Gott begegnet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Mensch Gott auch 2017 treu bleibt. Bis dann!